Okay, dann fangen wir mit dem heutigen Vortrag an. Und zwar haben wir heute ein FreeBSD-zentrisches Thema, wie so oft, wenn ich einen Vortrag halte. Und daran seid ihr einfach selber schuld. Ups. Weil ihr könntet ja auch Vorträge halten. Das tut ihr aber nicht. Und deswegen halte ich einen und ich halte über Themen, die mich interessieren. Und da müsst ihr jetzt einfach durch. Aber da relativ wenig Leute da sind und keine weiteren Vorträge auf dem Programm stehen, kann ich mir dabei auch richtig schön viel Zeit lassen. Also, ja, wir schauen einfach mal, was passiert. Ja, es geht um Kompatibilitätsschichten in FreeBSD und was das ist, da komme ich gleich drauf. Es gibt verschiedene Kompatibilitätsschichten. Die bekannteste ist der Linuxulator. Der Name deutet schon ungefähr an, was diese Schicht tut. Aber ich steige erstmal mit etwas Motivation ein. Ihr kennt das alle, eure Mutter wohnt im europäischen Ausland. Sie will blöderweise immer mit euch telefonieren. Sie will aber auch kein Geld ausgeben und dann passiert das Schlimme, sie entdeckt Skype. Und sie fängt an, Skype zu benutzen und irgendwie liegt nahe, dass ihr auch Skype benutzt. Skype ist aber closed source und wird bloß binär vertrieben. Und ihr nutzt zwar ein überlegenes System, das aber leider von Skype nicht unterstützt wird. Und ja, in dieser Situation kann man froh sein, dass es den Linuxulator gibt. Das ist nämlich einfach eine Linux-ABI-Kompatibilitätsschicht, die um den FreeBSD-Kernel rumgelegt ist. Das heißt, theoretisch ist es möglich, also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, Linux-Binaries unter FreeBSD auszuführen. Und wie das funktioniert, das erzähle ich euch jetzt. So, um das Ganze, diesen Linuxulator erstmal zu starten, muss ich erstmal meine Konfiguration ein bisschen anpassen. Da schreibe ich dann Linux Enable Yes in meine RC-Conf rein, starte dann den ABI-Service, der beim Neustart automatisch gestartet werden würde. Und dann ist vom Basissystem her eigentlich schon mal alles erledigt. Da wird dann ein Linux-Kernel-Modul geladen, was halt diese ganzen ABI-Kompatibilitätsklebstoff in sich kapselt. Und der Shared Library Cache wird ein bisschen umkonfiguriert, weil natürlich dynamisch gelinkte Binaries Linux Libraries erwarten. Und damit die auch finden, werden die in einen extra Ort gelegt und das wird halt in diesem Cache konfiguriert. So, und dann muss ich noch irgendwie ein bisschen was im Userland machen. Zum Beispiel den Linux Base F10 Port installieren, was im Prinzip ein Fedora 10 ist, also ein etwas abgespecktes Fedora 10. Es ist keine Komplettinstallation der Distribution, es installiert bloß einen minimalen Paketsatz. Es installiert aber zum Beispiel ziemlich viele Shared Libraries, die von dynamisch gelinkten Applikationen dann gebraucht werden und auch noch andere Binaries. Es kann dann notwendig sein, dass man noch weitere Ports installiert. Da gibt es zum Beispiel für grafische Applikationen den Linux Xorg Lips Port. Und damit man sich darum nicht kümmern muss, macht das das Portsystem für einen. Also wenn ich jetzt hingehe und in den Skyport reingehe und sage Make Install, dann prüft er, ob diese ganzen Linux-Kompatibilitätsports installiert sind. Wenn nicht, werden sie installiert und ja, dann kann ich meinen Skype starten. Ich kann das jetzt auf dem Rechner nicht demonstrieren, weil ich Skype nicht mehr nutze, seitdem ich gemerkt habe, dass meine Mutter zwar ganz gut da drin ist, mich mit Skype anzurufen, es aber irgendwie nicht so gut funktioniert, wenn ich versuche, sie zu erreichen. Und dann ist das Ganze irgendwie witzlos und dann habe ich es wieder deinstalliert. Aber prinzipiell funktioniert das. Und ja, auch für andere Linux-Anwendungen. Wie funktioniert das Ganze? Also prinzipiell gibt es ja diesen Loader, der sich so ein Binary nimmt und das ausführen will und guckt immer erstmal, was ist denn das da überhaupt, was ich da habe und guckt erstmal, ist das überhaupt ein ELF-Binary, was ich da habe. Und wenn es kein ELF-Binary ist, dann wird geguckt, ist das eine Textdatei, in der oben eine Shebang-Zeile drin ist, dann wird halt das Tool gestartet. Oder als letzte Konsequenz wird es dann als Fallback als Shell-Befehl ausgeführt. Okay, es ist ein ELF-Binary, gucken wir mal weiter. Ist es ein Linux-ELF-Binary? Das kann man daran erkennen, dass unter FreeBSD die Linux-Binaries gebrandet werden. Also
mit einem Brandzeichen versehen. Das ist so ein Kommentarabschnitt, der sich irgendwo in diesem Elf-Binary verbirgt, an dem man dann erkennen kann, es ist ein Linux-Binary. Ist es kein Linux-Binary, kann ich den normalen FreeBSD-Loader weiterverwenden. Wenn es ein Linux-Binary ist, dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Dann wird erstmal für diesen Prozess die syscall-Tabelle ausgetauscht. Diese System Calls sind ja eigentlich nur numerische Werte. Also jeder System Call ist durch eine Nummer identifiziert oder durch eine Zahl. Und das wird dann in irgendein Register geschoben und ein Interrupt ausgelöst. Und dann wird dieser Syscall ausgeführt. Und ja, FreeBSD hat halt sowohl andere Syscalls als auch ein paar mehr als Linux. Und da wird die Tabelle einfach ausgetauscht, so dass für diesen Prozess dann halt die Linux-Syscalls zur Verfügung stehen. Und dann wird der Prozess noch zur besonderen Behandlung gekennzeichnet. Also FreeBSD und Linux verstehen sich nicht ganz, wenn es um Signale, Traps und Ernos geht. Also die numerischen Werte, die den Signalnamen zugeordnet sind, sind halt auch unterschiedlich zwischen Linux und FreeBSD. Da gibt es dann so Translationstabellen. Traps werden anders gehandhabt, also wie werden diese Signale überhaupt weiter transportiert. Und ja, bei den Ernos ist es genauso. Und bei diesen Ernos ist es halt ganz spannend, dass ein Fehlerzustand aus einem Linux-Binary kommt, dieses Linux-Binary aber von einem FreeBSD-Binary aufgerufen wurde, dann muss halt bei diesem Übergang dieser Erno-Wert übersetzt werden. Und wenn dieses FreeBSD-Binary dann wieder von einem Linux-Binary vielleicht auch, dann wird das wieder übersetzt. Und das ist irgendwie ziemlich interessant. Und ich will gar nicht so genau wissen, wie das wirklich funktioniert. Aber es funktioniert. Ja, im Userland gibt es die Besonderheit, dass Dateizugriffe anders gehandhabt werden. Also wenn Linux-Binary versucht, eine Datei zu laden, dann wird immer erstmal in Compat Linux und dann halt der Pfad, auf den man eigentlich zugreifen will, geprüft. Und wenn dieser Pfad nicht existiert, dann kommt ein Fallback auf das Root-Verzeichnis und dann bewegt man sich halt wieder im FreeBSD-Land. Und das hat zur Folge, dass ich halt einem Linux-Binary ermöglichen kann, andere Linux-Binaries zu laden und auszuführen, indem ich sie halt in diesen Linux-Compat-Zweig lege. Es bedeutet aber auch, dass wenn kein Linux-Binary da ist, das Linux-Binary einfach FreeBSD-Binaries laden und ausführen kann. So, und dann gibt es noch spezielle Implementierung von PROCFS und SysFS, was ja gerne von Linux-Systemen genutzt wird. Und die sind als Kernel-Module auch implementiert und werden dann geladen. Und dann kann man in dieses Compat Linux halt auch noch einen PROC und einen Sys reinladen. So, was sagt uns das Ganze? Das, was wir da haben, ist eigentlich keine Emulation, weil halt keine Hardware emuliert wird, sondern es ist einfach tatsächlich eine Linux-ABI-Implementierung, die zwar nicht vollständig ist, aber eigentlich so von außen einfach aussieht, wie ein Linux-Kernel halt aussieht. Und der einzige Unterschied, den es zwischen der FreeBSD und dem Linux-ABI gibt, ist halt, dass das FreeBSD statisch in den Kernel gelinkt ist, während man diese Linux-ABI dynamisch dazuladen kann als Kernel-Modul. Ist nicht ausgeschlossen, dass sich das vielleicht auch irgendwann mal ändert, dass man vielleicht auch sagen kann, ja, eigentlich brauche ich die FreeBSD-ABI gar nicht, einfach weil es geht, aber mir wird jetzt kein Anwendungsfall dafür einfallen, warum man das tun wollen würde, weil dann nimmt man halt einfach eine Linux. Okay, ja, und es gibt halt noch die Einschränkung, dass dieser Linux-Solator nur mit 32-Bit-Binaries umgehen kann, auch unter 64-Bit-System. Aber, naja, kann man mitleben. So, wie gesagt, diese Linux-Spaceports, davon gibt es mehrere. Also das, was ich damals verwendet habe, als ich meinen Skype am Laufen hatte, war Fedora 10. Es gibt aber auch noch irgendwie CentOS-Ports und keine Ahnung was alles. Und da hat man relativ viel Auswahl.
Das sind aber halt keine vollständigen Installationen. Das heißt, ich kann auch nicht ein CH-Root reinmachen oder es in Jail packen und einfach wie ein Linux behandeln, weil das halt immer diesen FreeBSD-Fallback braucht, weil halt einfach sein kann, dass Binaries in dieser Installation nicht vorhanden sind und dann halt auf die FreeBSD-Binaries zugegriffen wird. Es gibt aber auch Linux-Dist Ports, und das sind halt tatsächlich vollständige Distributionen. Die Auswahl ist da relativ eingeschränkt, nämlich es gibt eigentlich bloß Gentoo Stage 3. Aber damit ist es möglich, halt eine Gentoo-Distribution zu installieren und dann mit CH-Root reinzugehen, und dann ist es halt, als ob man auf dem Linux-System wäre oder es auch in der Jail zu installieren. Und habe ich bei mir auch mal laufen gehabt. Ich wusste halt dann nicht, was ich damit anfangen soll, und habe es wieder runtergeschmissen. Aber alles, was geht, probiert man ja irgendwie mal aus. Also habe ein bisschen mit dem Portage rumgespielt, aber ja, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gehauen. Also ist auf jeden Fall eine ganz lustige Möglichkeit. Und damit sind wir mit dem Linuxulator eigentlich auch schon durch. Es gibt aber noch mehr Kompatibilitätsschichten. Zum Beispiel gibt es auch einfache FreeBSD-ABI-Kompatibilitätsschichten. Und zwar ist das unter FreeBSD so, dass die ABI über meiner Releases stabil bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein 9er FreeBSD am Laufen habe und upgrade auf 9.1, dann alle Software, die für dieses FreeBSD 9 kompiliert war, wird auch unter 9.1, 9.2, 9.3 laufen. Und nur bei Major Releases wird die ABI-Kompatibilität gebrochen. Das heißt, von 9 auf 10 müsste ich halt alles mal neu kompilieren oder neu installieren, zumindest aus Paketen. Die Ausnahme bei den Minor Releases ist halt, wenn es irgendwelche bekannten Sicherheitsrisiken gibt, die nur durch den Bruch der ABI gefixt werden können, dann wird das halt gemacht. Aber passiert so gut wie nie. Ein Schluck mal leckere Mate. So, aber man will trotzdem vielleicht ab und zu mal Binaries auch über einen Release-Wechsel, auch über einen Major-Release-Wechsel hinweg laufen lassen. Zum Beispiel einfach, wenn man keinen Bock hat, sofort alle Ports neu zu kompilieren, wenn man sie selber baut, oder einem einfach die Zeit fehlt, das alles zu aktualisieren. Oder weil es halt auch für FreeBSD binär verteilte Software gibt. Ich habe hier zum Beispiel noch ein relativ veraltetes TechLive 2011 am Laufen, was für FreeBSD 7 kompiliert war. Und ich habe jetzt halt die FreeBSD 7-Kompatibilität noch laufen, und jetzt kann ich mein TechLive immer noch benutzen, ohne es neu installieren zu müssen. Diese Kompatibilitätsschichten für FreeBSD sind im Generic, also im Standardkernel, schon fest einkompiliert. Und man muss da bloß noch so einen Kompatibilitätsport, der dann halt die Shared Libraries installiert, installieren. Und bei mir hat halt gereicht, diesen MISC Compat 7X Port zu installieren, und dann konnte ich die TechLive Binaries, die für FreeBSD 7 kompiliert waren, benutzen, mit denen auch diese Präsentation kompiliert wurde. So. Ein Punkt, auf den die FreeBSD-Entwickler immer noch sehr stolz sind, ist, dass es möglich ist, immer noch FreeBSD-1-Binaries unter aktuellen Releases laufen zu lassen. Und wenn das mal nicht mehr funktioniert, dann wird das auch ziemlich lautstark auf der Mailingliste diskutiert. Das letzte Mal war Ende letzten Jahres, wo ich mitgekriegt habe, dass irgendjemand aufgefallen ist, dass man keine FreeBSD-1-Binaries mehr laufen lassen kann, wo sich dann herausgestellt hat, dass es einfach an einem Sicherheitsfeature liegt, dass man nicht mehr an die Adresse 0 irgendwie Speicher mappen kann. Und das konnte man aber über ein Sys-Control ausschalten, dieses Sicherheitsfeature. Und dann konnte man auch wieder FreeBSD-1-Binaries starten, und alle waren glücklich. So, das war es dann aber wirklich zu den FreeBSD-ABI-Kompatibilitätsschichten. Aber es gibt natürlich noch mehr. Zum Beispiel kann man so Kompatibilitätsschichten benutzen, um mangelnde Manpower, wie es beim FreeBSD-Projekt halt leider nun mal ist. Da sitzen nicht so viele lustige Entwickler wie bei Linux und entwickeln vor sich hin, sondern es ist deutlich reduzierte Anzahl. Und da freut man sich halt, wenn man Dinge wiederverwenden kann. So, zum Beispiel die Video for Linux und Video for Linux 2 Driver. Da gibt es eine Ergänzung zum Linuxulator, die halt in dieser Linuxulator-Kompatibilitätsschicht mit drin ist.
und die es halt ermöglicht, Video for Linux Treiber unter FreeBSD zu nutzen, weil einfach die Manpower fehlt, eigene Treiber zu schreiben. Und ja, die einzige Besonderheit an der Stelle ist, dass diese Treiber nicht im Kernel Space laufen, wie es in Linux ist, sondern im Userland. Aber ja, ist jetzt eigentlich auch eher nebensächlich. Und dann gibt es noch dieses InfiniBand, von dem ich eigentlich gar nicht so viel weiß, außer dass es irgendwie zu hoch performanten Datenübertragungen genutzt wird und irgendwie wohl in Serverlandschaften ganz gern benutzt wird. Und es gab da halt fertige Stacks, unter anderem den OFET-Stack für Linux. Und der ist halt stark in Bewegung, da wird ständig dran gefixt und gearbeitet. Und weil man nicht immer alles nachportieren will, ist halt irgendjemand hingegangen und hat ein Jahr lang sich hingesetzt und hat halt eine Kompatibilitätsschicht extra nur für diesen InfiniBand-Stack geschrieben. Irgendwie 10.000 Zeilen Code, aber dafür muss man halt diesen InfiniBand-Stack nicht mehr anfassen oder nur noch an wenigen Stellen. Hat natürlich zu einigen Diskussionen geführt, so, wir haben schon den Linux-Sulator und jetzt irgendwie noch für Kernel-Geschichten noch Kompatibilitätsschichten und dann haben ja die Entwickler überhaupt kein Interesse mehr daran, irgendwie FreeBSD-Sachen zu schreiben, sondern die können sich dann ja auf Kompatibilitätsschichten berufen und so, wurde halt alles diskutiert. Fakt war aber, entweder man hätte diese Kompatibilitätsschicht jetzt genommen, was man ja gemacht hat, oder es hätte halt einfach keinen InfiniBand-Support gegeben und da war dann halt irgendwie die Abwägung dann schon eher in Richtung lieber das Feature nutzen und dafür halt irgendwie den sauren Apfel beißen und irgendwie ein bisschen Kompatibilitätscraft mit sich rumzuschleppen. Ist aber ein sehr interessanter Mailinglisten-Thread, aber wie bei allen meinen Folien habe ich keine Quellen und Hinweise darauf, wo man weitergehende Texte dazu findet. Wenn ihr mich genug nervt und es euch genug interessiert, ergänze ich die noch. So, dann bin ich mal hergegangen und habe mal durch die Kernelquellen gegrabt nach compat-unterstrich. Das ist nämlich diese Kernel-Option, die Kompatibilitäten aktiviert. Und da gibt es halt auch so einige, zum Beispiel noch Kompatibilität zu BSD 4.3. Es gibt noch einen A-Out-Kompatibilitätslayer, also für die FreeBSD-Versionen, die noch keine 11 Binaries benutzt haben zum Beispiel. Und ganz unten gibt es auch noch einen System 5 Release 4 Kompatibilitätslayer. Wie gut die jetzt noch funktionieren, weiß ich nicht, aber sie existieren zumindest mal. So. Damit verlasse ich jetzt so den FreeBSD-Kontext ein bisschen und gucke jetzt mal so, wer macht denn irgendwie. Es gibt halt auch das Umgekehrte, dass es Kompatibilitätslayer zu FreeBSD gibt. Da gibt es halt einmal die anderen BSDs, das ist relativ unspannend. Klar, haben alle irgendwie dieselbe Abstammung, waren sich zumindest am Anfang wohl auch alle sehr ähnlich. NetBSD hat sowieso zu, keine Ahnung, so ziemlich jedem System, was es gibt, eine Kompatibilitätsschicht, dann halt auch zu FreeBSD. OpenBSD hat bis zum November 2011 bis zur Version 5.0 auch noch eine FreeBSD-Kompatibilitätsschicht gehabt. Die haben die aber gekappt, weil es unnötig geworden ist. Und was ich ganz besonders cool finde, ist dieses Haiku, was der geistige Nachfolger von BOS irgendwie ist. Die haben halt dasselbe Problem wie die FreeBSD-Entwickler mit den Video-for-Linux-Treibern gehabt. Irgendwie, ja, wir würden ja gern Treiber benutzen, aber uns fehlen die Leute, die es machen können. Und deswegen haben die eine Kompatibilitätsschicht zu FreeBSD-Netzwerk- und WLAN-Treibern und verwenden dann halt die Treiber aus dem FreeBSD-System. Ein bisschen außer Konkurrenz, weil es eigentlich nichts mit Kompatibilität zu tun hat, aber irgendwie schön ins Thema passt und ich es ganz lustig fand, ist dieses Debian GNU K FreeBSD, also ein Debian Userland, ein GNU Userland vom Debian Projekt mit einem FreeBSD Kernel. Keine Ahnung, wie das umgesetzt ist. Ich vermute mal, dass sie nicht auf Kompatibilitätslayer in dem Sinne setzen, weil es halt irgendwie schwachsinnig wäre. Ich denke mal eher, dass die tatsächlich gegen die FreeBSD-ABI programmiert haben, weiß ich aber nicht.
Aber es ist auf jeden Fall möglich, so ein Debian GNU K-FreeBSD in einen FreeBSD-Jail zu installieren und das dann halt auch zu starten. Und das verwendet dann halt einfach den nativen FreeBSD-Kernel. Fand ich irgendwie ganz lustig. Und damit das auch besonders einfach ist, findet sich sogar der Debian Bootstrapper in den Ports, damit man sich aus den Ports einfach den Bootstrapper installieren kann und der dann einem das Debian irgendwo hinpackt. Habe ich auch mal am Laufen gehabt, habe mich ein bisschen drüber gefreut, wie schön apt funktioniert und habe es dann wieder deinstalliert, weil ich halt dafür auch keine Verwendung hatte. Ja, und das war dann auch schon das Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.